Das Hafengebiet überwachen, eine exzellente Möglichkeit, die Komplexität der maritimen Gesetze zu entdecken. Nicht heute, Chase. Wir sind nur hier, um eine Schiffsladung der Regierung zu den Docks zu begleiten. Echt voll der Treffer, neue Technik zum Einsacken. Sorgen wir mal für ein bisschen Schallwellenzerstreuung. Ja. Bounty! Unterlassen Sie den Diebstahl und ergeben Sie sich! Es scheint, als hätten Sie ein Leck und verlieren jetzt Flüssigkeit. Ich bin nur ein bisschen erkältet. Kein Grund zur Sorge. Ich lasse die Scheibe runter, dann können Sie es hinausschleudern. Die Bullenkiste hinter uns ist ja sowas von lahm. Wetten, das Ding braucht nur Öl? Vier Roboter auf einer Weltraumpatrouille gerieten in eine vertragte Bredouille. Sie wachten auf unserer Erde. Optimus Prime wollte, dass es so werde. Sie lernen, wie man Menschen beschützt. Alles zu tun, was allen hier nützt. Sie trotzen als Helden Wetter und Wind. Und kaum jemand weiß, wer sie wirklich sind. Rescuebots helfen und retten. Sind wir von Not und Gefahr bedroht. Rescuebots helfen und retten. Kleiner Cody, ganz groß. Gut gefahren, aber... Ich kann Sie nicht verstehen, Chief. Vielleicht könnten Sie sprechen, anstatt zu speicheln.
Hightech-Diebstahl und jugendliche Streiche. Scheint, als wären unsere alten Freunde Evan und Miles wieder auf Driven Rock. Wir sollten besser... Das! Nach Hause gehen. Dad ist krank, er hat Fieber. Er ist vorläufig nicht einsatzbereit. Oh, das hat einen Vorteil. Solange Dad nicht im Dienst ist, wird der nächstältere Burns, nämlich ich, das Kommando übernehmen. Na klasse. Ich befürworte Codys Sarkasmus. Was heißt eigentlich, an Fieber erkrankt zu sein? Ich fiebrierte bei meinem ersten Flug. Vielleicht könnte uns dieses Handbuch über menschliche Krankheiten aufklären. Zu Grippesymptomen gehören Fieber, Erschöpfung und eine laufende Nase. Eine laufende Nase? Die kann ja nicht mal gehen. Oder etwa doch? Mit anderen Worten, ein kranker Mensch ist weniger produktiv? Ganz im Gegenteil, der Chief war ziemlich produktiv. Mit einer Substanz bekannt als Schleim. Ich habe eine Probe davon genommen, falls ihr es sehen möchtet. Oh, menschlich. Nein, was ist denn mit dir los? Ich will sehen. Achtung, Team. Hier ist der erste Notfall unter meiner Leitung. Eine beschädigte Gasleitung in der Stadt. Rescue-Bots ausrücken zum Einsatz. Hey, das wollte ich doch gerade sagen. Hi, Kate. Ich dachte, jetzt, wo Dad krank ist, fahre ich mit Chase. Dann hast du ein vollständiges Team und... Sorry, du Zwerg. Aber um einsatzfähig zu sein, musst du schon wenigstens so groß sein. Oh, zu langsam. Dass ich noch nicht groß genug bin, heißt nicht, dass ich nicht helfen kann. Allerdings heißt es das. Eine Rettung wie diese benötigt Größe und Stärke. Aber weißt du was? Lass uns Arm drücken deswegen. Machen wir. Warum verschwenden wir unsere Zeit mit Spielchen? Wir haben einen Notfall. 2 Sekunden, Heat. Fertig? Los. Oh mein Gott, er kriegt mich. Oh, halt. Oh, nein, er kriegt mich nicht. Verloren. Also, aufgepasst, Heatwave, du... Löschst die Feuerstelle. Gut. Chase, alles absperren. Die übliche Standardprozedur. Graham und Boulder, ihr repariert die Gasleitung. Kate, versuch nicht, Dad nachzuahmen. Wir wissen schon, was zu tun ist. Wenn das so wäre, wüsstest du, dass ich hier im Umkreis von 2 Kilometern keine Leute rumlaufen sehen will. Verstanden. Captain Rumpelstilz. Rumpelstilz? Der war gut. Rauchgas, du musst jetzt sofort... Ich weiß. Zuerst laden und ansteuern. Und was ist deine Aufgabe? Meine? Ich bin der Captain. Cody, du kommst gerade richtig, um uns beim Montieren der Stasis-Maschine zu helfen. Oder es zu versuchen. Der Chief informierte mich, dass 2 Diebe einen Teil der Lieferung gestohlen haben. Was kann eine Stasis-Maschine tun? Wenn alles gut funktioniert, nichts. Ganz genau. Stasis ist die Abwesenheit von Aktivität. Dieses Gerät wurde konstruiert, um Objekte erstarren zu lassen, in Raum und Zeit. Wie die Pausentaste am DVD-Rekorder? Ja, so könnte man es sagen. Stell dir vor, die Stasis-Maschine wäre ein molekularer Kühlschrank. Der Alterungsprozess wird durch die Strahlung eingefroren. Bedenke nur die vielen Möglichkeiten, denn mit dieser Technologie bleiben Bananen über Jahre und Jahre reif. Und eines Tages, durch wissenschaftliche Erkenntnisse dank Stasis, werden die Menschen bald nicht mehr altern. Das heißt, antike Bananen in einem verlängerten Leben essen? Lecker. Allerdings fehlt noch das entscheidende Teil. Funktioniert die Fernbedienung denn schon? Cody, alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Da bin ich mir aber gar nicht so sicher. Leute, diese Maschine hat euch geschrumpft. Ich würde sagen, ganz im Gegenteil. Du, vielleicht solltest du dich... Faszinierend. Bescheuert. Der Wahnsinn. Dad, das ist kein Stillstand. Ganz richtig. Es ist nur die Hälfte von Stasis. Diese Maschine hier scheint 2 Teile zu haben. Ein Teil, das alles altern lässt und eines, das alles wieder rückgängig macht. Wenn sie vollendet ist, sollten beide Kräfte einander ausbalancieren und Stillstand auslösen. Also so ein Kerl werde ich irgendwann mal sein.
Was glauben Sie, wie alt ich jetzt bin, Doc? 25, 30? Und wie groß etwa? 1,80 Meter? Oh. Eher 1,85, würde ich sagen. Was haltet ihr von meinem Schnauzer? Sieht aus wie eine verschimmelte Raupe. Dad, das musst du wieder rückgängig machen. Sollte ich können, meine kleine Tesla. Mittels des gestohlenen Teils dieser Maschine können wir Codys Alterssprung vermutlich wieder zurücksetzen. Also, solange wir die Technik nicht wiederkriegen, bleibt Cody jetzt, wie er ist? Ist das der Wahnsinn oder was? Vielleicht nicht. Wenn ich die Polarität umkehren könnte, dann... Ach, nur keine Eile. Doch, beeil dich. Oh, ich kann kaum erwarten, dass mich Kate so sieht. Groß sein ist großartig. Oh. Die Schwerkraft regelt das auf ihre ganz eigene Weise. Das ist sowieso was für Kinder. Bis dann. Halt, Eindringling. Ganz ruhig, Chase. Ich bin's, Cody. Identifizierung bestätigt. Allerdings haben sich deine Erscheinung und tonale Übertragung drastisch geändert. Und meine Zeit, ins Bett zu gehen. Cody, was ist denn passiert? Du hast so einen Lippenwärmer wie der Chief. Ich glaube, das nennt man einen Schnäuzer oder in manch einem Jargon eine Rotzbremse. War das etwa die ganze Zeit in deiner Nase? Vergesst den Schnäuzer, Jungs. Seht mich mal an. Größer, stärker. Ich bin ein Erwachsener geworden. Ja, transformiere dich in einen Truck, dann reden wir weiter. Kommt, Leute. Habt ihr Bots euch nie gewünscht, größer zu sein? Ich habe jetzt schon Schwierigkeiten, unter Brücken durchzugehen. Cody, bei unserer Größe machen ein paar menschliche Zentimeter mehr garantiert nichts aus. Es ist nicht nur die Größe. Ich gelte jetzt offiziell als erwachsen. Warte mal. Bedeutet das, du bist jetzt kein kleiner Pfadfinder mehr? So ist es. Und Erwachsene sollten richtige Abenteuer erleben. Ein erwachsener Cody. Daran werde ich mich erstmal gewöhnen müssen. Warte mal, wer das ist! Cody, werd erwachsen. Das ist er ja schon. Ja, klar. Was? Unglaublich. Solange es nur vorübergehend ist. Es ist doch vorübergehend, oder? Keine Ahnung. Was? Hey! Hier habt ihr also den Rest der Halloween-Süßigkeiten versteckt. Du siehst älter aus als wir. Ha, das weiß ich auch. Zu langsam. Oh, ganz klasse. Vom Quengelkauz zum Oberschnauz. Ich wurde vom kleinen Bruder zu einem viel größeren Bruder als du. Notrufzentrale? Wir sind schon unterwegs. Eine Rakete ist abgestürzt. Ein ganz normaler Samstag in Griffin Rock. Rescue Bots, es geht los. Kommt in die Gänge. Es gibt einen Notfall. Ich fahre mit Chase. Und diesmal kannst du nicht sagen, dass ich zu klein bin. Das war deine Regel, Kate. Technisch gesehen könnte man jetzt sagen, dass Cody wesentlich älter aussieht als du, was ihn zum Teamführer macht. Weißt du was? Lass uns doch einfach mal Arm drücken. Oh, wir erwachsen. Chase, das ist doch echt der Hammer, oder? Es ist eine neue Erfahrung. Deine Musikwahl allerdings ist wesentlich dissonanter als die des Chiefs. Schwer zu verstehen, wie eine Zunahme an Körpergröße solch eine Freude auslöst. Das kannst du nicht verstehen, weil du nie klein warst. Groß zu sein bedeutet, coolere Sachen machen zu dürfen. Und die wären? Zum Beispiel schneller als Kate am Unfallort sein. Darf ich dich parken? Sicherlich. Zuerst checke den toten Winkel. Dann... Wo bleibst du denn? Das kann keine Staatsangelegenheit sein. Das hat eher mit Mr. Cullen zu tun, ein Amateurastronom. Sein letzter Abschuss ist wohl... missglückt. Die Maste werden gleich nachgeben. Die Rakete muss hier weg, jetzt gleich! Ja, da sind etwa 100 Liter Treibstoff im Tank. Wenn wir die Ladung zu sehr bewegen, könnte sie explodieren. Eine Explosion in der Größe verursacht große Schäden. Blades und ich können die Rakete hochziehen und mit ihr zum Meer rausfliegen. Problem gelöst. Gut. Danny, dann fliegt ihr. Sie hat sich verstrickt. Wenn man sie hochzieht, können die Kabel Funken schlagen und dann bumm. Hast du vielleicht eine bessere Idee? Ja, zuerst schalten wir den Strom in den Kabeln ab. Und dann erst bergen wir die Rakete. Das würde ich auch vorschlagen. Okay, Cody, der Stromnetzschalter befindet sich ganz oben im Mast. Heatwave, dürfte ich deine Leiter benutzen? Oh, jetzt übernimmt er nicht nur die Führung, er befiehlt auch schon meinem Bot.
Er fragt nur höflich. Solltest du auch mal versuchen. Ich mach das schon, Kate. Ich denke, du bist zu klein, um ranzukommen. Du bist zwar ein Feuerwehrmann, aber ich glaube, du hast dich gerade verbrannt. Du kannst loslegen, Blades! Nein, wir legen los. Du wirst die Umgebung absichern und die neugierigen Zuschauer hier auf Abstand halten. Ja, aber gefällt dir der Job nicht? Dann geh nach Hause. Okay, Leute, macht die Straße frei. Zu eurer eigenen Sicherheit. Und ihr müsst auf mich hören, weil ich erwachsen bin. Ist so. Ich hab dich noch nie in der Stadt gesehen. Bist du auch einer von der Burns Family? Haley, ich bin's, Cole. Kate's Cousin. Ich vertrete meinen Dad, ich meine den Chief, solange er die Grippe hat. Wirklich nett von dir, Kate, zu helfen. Danny, beeil dich! Der Treibstofftank löst sich bereits von der Rakete ab. Wir schaffen es nicht! Gefährlicher Einschlag aus dem Cook! Haley, bist du... Mir geht's gut. Cole sei Dank. Du hast noch nie von deinem Cousin erzählt, Kate. Wo hast du ihn so lange versteckt? In wesentlich kleineren Klamotten. Kann ich dich zum Lunch mitnehmen? Mich braucht jetzt keiner mehr mitzunehmen. Ich kann selber fahren. Du bist witzig. Ja, das war der immer schon. Bitte entschuldige uns. Geh nach Hause. Du siehst zwar erwachsen aus, aber du bist noch ein Kind. Du gehörst nicht hierher. Du bist nur schlecht drauf, weil du mich nicht länger rumschubsen kannst. Willst du deine Theorie testen? Ich bezweifle, dass der Chief eine solche Aktion befürworten würde. Ich mag Machtkämpfe, aber erst, wenn wir unsere Aufgabe hier erledigt haben. Komm, Chase. Kate kriegt das hier ohne uns hin. Irgendwie fehlt mir der alte Cody. Der kleine Cody. Hey, Frankie. Lust abzuhängen? Ich kann nicht. Ich helfe noch meinem Dad. Dies ist die Testbanane Nummer 17. Ich sollte offensichtlich meine Daten neu berechnen. Du kannst also gehen, Frankie. Hab Spaß. Du bist schließlich nur einmal jung. Sozusagen. Ja! Oh, abgewehrt! Ich mach dich fertig. Große Klasse. Weißt du, ich sollte jetzt gehen und nach Dad sehen. Schön, dass du da warst. Also bis später. Entschuldige bitte, soll ich mitmachen bei deinem Schleuder die Kugel durch den Korb Gewinnspiel? Nein, du bist doch viel größer als ich. Das macht doch keinen Spaß. Vielleicht empfindet das Francine jetzt genauso. Na super. Kate denkt, dass ich ein großes Kind bin und Francine will nicht mit einem Erwachsenen abhängen. Ich will einfach wieder normal sein. Okay, hör gut zu. Wir suchen uns einen Eingang, schnappen uns den Rest der Stasis-Maschine und werden reich sein. Die Bullen könnte ich nicht kriegen, wenn sie erstarren. Aha. Halt, ihr üblen Strolche! Echt jetzt? Habt ihr keinen Roboter-Donut-Shop zu bewachen? Und damit haben wir unseren Eingang. Oh, noch so ein Burns-Knabe. Wie groß ist denn die Familie? Bessere Frage. Wie viele Freunde haben sie? Hierher, Trax, Eindringlinge! Meldet euch, Rescue Team. Chase und ich sind hinter Evan und Miles her. Ersuche Unterstützung. Ja, hör mal, Cole. Es ist mir egal, wie groß du bist noch ein Kind. Deshalb hast du hier nichts zu ersuchen. Ich verfolge die Diebe, die Maschine haben, die mich wieder zurückverwandeln könnte. Schon unterwegs.
haben sie abgehängt, Bruder. Seid ihr bekannt mit einem Menschen namens Miranda? Chase, pass auf! Ja, sobald wir die Fähre zum Festland gekapert haben, sind wir frei. Eure Spritztour ist zu Ende. Zeit für einen Feldversuch. Die Fähre ist weg. Bleib locker. Wozu haben wir Beine? Wo ist Kate? Wurde er getroffen? Ist es schlimm? Ja, aber es tut ihm nicht weh. Komm schon, sag irgendwas. Darauf hast du doch gewartet. Ich weiß, wie du dich fühlst, Kate. Und wie soll ich das jetzt bloß Haley erklären? Was erklären? Hast du nicht gesagt, sie mag Kinder? Heatwave, Chase, geh zur Rückseite der Lagerhäuser. Kate und ich werden Evan und Miles heraustreiben. Sicher, dass du mich dabei haben willst? Du bist zwar nicht mehr so groß, aber du verstehst immer noch was von Noteinsätzen. Ja, tu ich. Dann gehörst du zum Team. Hier, verletz dir nicht dein kleines Köpfchen. Cody, borgst du mir ein paar Klamotten? Au! Hier, Bruder. Vielleicht brauchst du den mehr als ich. 1,85 hat so seine Nachteile. Ich hoffe, du hast deine Babydecke auch dabei. Ihr legt euch mit der falschen Familie an, ihr Penner. Was glaubt der Zwerg wohl, was er machen könnte? Wen nennt ihr hier Zwerg? Oh. Zwerg, jetzt! Ihr wollt das? Dann taucht! Nein! Da lang! Ja! Willkommen an Bord des Gefängniszellen-Express, Freunde. Können wir die nicht erstmal ins Meer ditchen? Blades? Nur ihre Füße? Schau mal, Cody. Ich war vielleicht manchmal ziemlich blöd zu dir, aber das war nur, weil... er dich beschützen wollte. Und weshalb warst du auch ziemlich blöd zu mir? Aus Tradition. Ich sollte die Stasis-Maschine in einer Stunde voll funktionsfähig haben. Ich werde immer besser. Das Fieber hat nachgelassen und ich bin schon fast wieder der Alte. Ich glaube, ich gehe wieder ins Bett.